Servus Leute, es gibt heute mal wieder ein Unboxing, aber bevor wir dazu kommen, wollte ich noch mal kurz ein paar Worte verlieren, weil mich doch einige nach meinen Klonen-Videos und so angeschrieben hatten und hatten nachgefragt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und es kann nicht immer gut sein. Manche Sachen gehen auch einfach nach hinten los. Ich wollte mal was zeigen, was mir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Wenn ihr euch in China wirklich was bestellt, müsst ihr mit einem gewissen Risiko leben. Ich will das mal kurz zeigen. Ich hatte mir wegen der Handlage hier das 25er mal bestellt. Das ist super. Ich habe jetzt den Klingenlauf etwas verstärkt, weil ich was gucken wollte. Also Klingenlauf verstärkt klingt bescheuert. Ich habe die Achsschraube etwas angezogen. Also es läuft nur noch mit Hilfe, aber trotzdem noch relativ frei. Dann ist aber André was aufgefallen, als ich ihm das Messer in die Hand gegeben habe. Also links, rechts. Null. Null Klingenspiel. Da kann man drücken, wie man will. Gut, zweilagiges, zweireihiges Kugellager. So, wenn man aber hoch runter, ich weiß nicht, seht ihr das? Ich versuche jetzt mal den Griff festzuhalten. Der Lockbar knickt da etwas ein. Das hatte ich schon mal bei einem K-Bar. Also mit sowas müsst ihr leben. Wenn ihr da irgendwie was bekommt, kann es natürlich sein, dass ihr auch sowas bekommt. Also die Klinge steht mittig, das Ding ist granatenscharf. Soll angeblich ein D2 sein, ich bin mir nicht sicher, aber selbst wenn es ein 80er 13 oder 90er 18 ist, wäre es auch nicht so verkehrt. Es ist Titan. Aber man muss eben mit sowas auch leben können, dass auch mal sowas kommt. Wo da jetzt das Plate Play herkommt. Mal gucken, ob ich es aufsetzen kann. Man sieht das hier minimal. Das ist nicht, dass sie hier wackelt. Es ist einfach nur auf Belastung hin, gibt der Lockbar leicht nach. Vielleicht liegt das auch an dem Titan, ich weiß es nicht. Ja, also mit sowas muss man rechnen. Übrigens wird mich aufgrund dessen, und ja, weil ich es jetzt probiert habe, also ich weiß jetzt, wie die Handlage von dem Ding ist, das wird mich verlassen, ja, zu einem Schnäppchenpreis, aufgrund dessen, dass halt hier auf Belastung hin die Klinge etwas nachgibt. Wenn sich irgendjemand dafür interessieren sollte, einfach mal Bescheid sagen. Wie gesagt, ich werde da jetzt nicht unnötig viel Geld dafür verlangen. Vielleicht will ja noch irgendwann mal jemand einfach nur eine Handlage testen und sagt, hier, was ich für die Werkstatt reicht oder so, keine Ahnung. So, das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Ich habe mir ein 21er bestellt mit Carboneinlagen und Sheepfoot-Klinge. Ja, dann sieht man es schon. An sich ein geiles Messer. Das Problem ist, als erstes musste ich hier eine Achsschraube aufbohren, weil die zu fest war und die ist mittlerweile auch rund. Das ist praktisch das nächste. So, wenn wir uns das mal angucken. Also sowas kommt dann auch von denen. Da läuft jetzt gerade noch ein Fall. Das ist wie bei eBay. Da kann man einen Fall eröffnen. Was sich jetzt daraus ergibt, weiß ich nicht. Ich fand die Griffschalen super cool. Hätte mich natürlich gefreut, wenn das Ding funktioniert hätte. Aber im Endeffekt ging es mir auch hier wieder um die Handhaltung. Ich muss sagen, Entschuldigung, war gerade was im Hals. Ich muss sagen, dass mir das 21er doch ein bisschen besser gefällt. Ja. Wie das jetzt sich noch entwickeln wird hier bei dem, weiß ich nicht. Werde ich mal sehen. Aber mit sowas müsst ihr auch leben. Dass halt die Achsschrauben und so, dass das irgendwie im Müll ist. Ich vermute mal, dass der hier irgendwie Loctite reingemacht hat. Da wahrscheinlich auch. Obwohl, das ist ja chinesisches Loctite. Müsste ja eigentlich wieder aufgehen. ja. Aber dieses Risiko geht ihr auch ein. So. Nichtsdestotrotz kommt aber auch sowas um die Ecke. Das hier ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Auch das habe ich mir bestellt wegen der Handlage. Wir haben Titan. Wir haben Carbon. Es flippt ganz gut. Ich habe jetzt hier eine Spiegelpolitur dran gezimmert. Also es ist auch sehr scharf. Ja, man sieht es ganz gut. Und also die Klinge. Fällt.
Mittlerweile bin ich auch so, dass ich nicht mehr unbedingt aus dem Handgelenk arbeiten muss. Wenn man ein bisschen Druck aufbaut, funktioniert das auch so. Also, und das Ding ist auch fest, da wackelt nichts. Aber ich weiß mittlerweile, wie sich es anfühlt. Also auch das wird mich verlassen. Natürlich nicht zu so einem Schnäppchenpreis wie das da, falls da jemand Interesse haben sollte. Ich mache jetzt extra mal so an einem Titanfolder mit Carboneinlage von Wildbore. Mit S35VN, so wurde es zumindest gesagt. Kann sich bei mir melden. Dann können wir da auch noch mal drüber sprechen. Also das sind alles Sachen made in China. Das ist das, was euch erwartet, wenn ihr dort bestellt. Von Superb in der Richtung bis hin zu fragwürdig und Schrott. Ja. Hier sind natürlich kleine finanzielle Unterschiede. Obwohl ich sagen muss, bei den beiden ist der Unterschied gar nicht so groß, was das rein das Finanzielle angeht. Aber gut. Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also wie gesagt, da bin ich noch am Verhandeln. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das werde ich euch dann nochmal sagen. Die zwei werden mich beide verlassen. Wenn irgendjemand Interesse hat, einfach mal kurz melden, kein Problem. Dann können wir darüber sprechen. Ansonsten finde ich da mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten, die Messer loszuwerden. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja, das wollte ich eigentlich nur nochmal gesagt haben. So, kommen wir mal hoffentlich zu etwas Erfreulicherem. Fangen wir damit gleich an. Derzeitiges EDC, Chris Rief, Umnum Saan. Hier ist noch Reste vom heutigen Tag. Ein geiles Teil, wirklich ein geiles Teil. Wenn jemand das Geld hat und möchte sich einen Rief kaufen, würde ich ihm absolut das Umnum Saan empfehlen. Ich weiß, man soll es nicht aufflippen, aber das Ding hält es locker aus. Man kann es auch leicht öffnen. Wahnsinn. Ich freue mich jeden Tag mehr mit diesem Messer rumzulaufen. Es ist wirklich so. Das ist. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Es gibt natürlich auch andere Messer, wo ein bisschen das Herz mit dran hängt. Aber das ist, glaube ich, mit einer der geilsten Folder, den ich in meiner Sammlung habe. So, genug geschwafelt. Der Chris Rief Fanboy. Schauen wir mal hier nach. Also, wie gesagt, das hier immer vom Körper wegschneiden. Kommt auch wieder aus China. Weiß nicht genau, was drin. Ja, doch, ich weiß, was drin ist. Oh mein Gott, ich habe auf meinem Umnum Saan irgendwelchen Kram. Hier konnte ich nicht widerstehen, wollte einfach nochmal nachschauen, genau wie bei den anderen. Weil mir ja die ganze Zeit ein ganz bestimmtes auf den Zunder gegangen ist mit das Para ist ja so cool, das Para ist ja so cool. Grüße an Soli. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, aber bevor ich hier nochmal eine Kaufentscheidung treffe, habe ich mir nochmal ein Fake bestellt. Es läuft noch nicht hundertprozentig sauber, aber fest ist es. Toxic Green. Ist es nicht toll? Ja. Na, mal sehen. Aber oh, wir können ja gleich mal schauen. Out of the box. Ja. Also. Nochmal langsam. Pushcut. Also ich weiß nicht, wer hier mal erzählt, von wegen, er bekommt stumpfe Messer aus China. Ja. Ohne Worte. Okay. Tun wir das beiseite. Dann haben wir hier nochmal was aus China. Habe ich schon so eine ungefähre Ahnung, was hier drin ist.
Gruß an Andi. Nein, das kriegst du nicht geschenkt, das ist meins. Aber ich habe deinen Knives in Coffee immer gesehen. Und da ich ja den Fetch ganz cool fand, habe ich mich dann halt mal dazu. Obwohl ich eigentlich, das müsste eigentlich Tee heißen. Kann man da irgendwie einen Tee draus machen? Ja. So, das kommt gleich an meine Spider-Back. Da haben wir schon ein paar. Wo mache ich jetzt dieses Riesenteil hin? Das ist ein bisschen höher. Das ist vielleicht noch da. Das ist noch da. Boah. Muss ich dann hier nochmal das ein bisschen sortieren. Das soll, glaube ich, sogar im Dunkeln leuchten. Hm. Das war jetzt sehr intelligent, oder? Na ja, gut. So viel dazu. So. Dann hatte ich ja vor kurzem bekommen von Klaus. Warum man hat die Adresse nicht erkennen können, wenn nicht, muss ich es dann rausschneiden. Von Klaus. Da ist ein Nandi zum Anschauen. Mit einem grottigen Klingenstand. Und ich will nicht sagen stumpf. Bockstumpf. Ich habe mich dann drum gekümmert. Und habe dann aber gesagt, er ist natürlich der elendige Verführer wieder gewesen, hat es mir zum Kauf angeboten. Und nachdem ich bestimmt, also über eine Stunde, habe ich dran gesessen und habe dieses Messer geschärft. Es ist noch der S30V von damals. Und nicht der S35VN, der dann irgendwann genommen wurde. Ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Es wurde und wurde nicht schärfer. Und irgendwann hat es dann eine Schärfe erreicht, die mal wieder beängstigend ist. Und den Klingenstand habe ich auch gerichtet. Also, ein traumhafter Klingenstand. Und was hier der Hammer ist, das Ding ist so angezogen, das geht nicht mehr. Also rief, ja. Ganz ehrlich, vergesst so einen Scheiß ist jetzt vielleicht nicht das beste Verkaufsargument, weil ich sie ja loswerden möchte, aber vergesst es, spart das Geld und wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, holt euch sowas. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt möchte ich nochmal kurz demonstrieren. Ja, also es ist scharf. Das von hinten bis zur Spitze. Alles wieder gut. Jetzt gehört's mir. Vielen Dank nochmal an Klaus. Aber er hatte leider vergessen, mir die Birthcard mitzuschicken. So, die hat er jetzt hier hoffentlich drin, aber das ist irgendwie sehr dick für eine Birthcard. Ich weiß nicht, was da noch dabei ist. Mal gucken, dass ich die Kamera hier so positioniere. Ich glaube, ich schneide hier nirgendwo rein. Nicht, dass man seine Adresse noch sieht. Ich hätte es vielleicht besser abkleben sollen. Dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Sehr cool. Also, hier sehen wir es nochmal. Nandi S30V. African Blackwood Inlays. Geboren 2014. Also schon ein älteres Schätzchen. Noch ein Teenager, aber naja. Also, wirklich. Spart euch das Geld, wenn die Möglichkeit besteht. Ihr müsst nicht unbedingt ein neues kaufen. Die Dinger sind nahezu unverwüstlich. Also, das... Oh, okay. Doch eine Überraschung.
Die Marabou gibt es, glaube ich, im Ikea, wenn mich alles täuscht. Das ist eine sehr leckere Schokolade, wirklich. Aber Oreo habe ich noch nicht gesehen. Und sogar mit Originalunterschrift. Also wenn irgendjemand eine Unterschrift kaufen möchte, ich habe hier ein Originalautogramm von Klaus L. Müller. Nein, gebe ich nicht wieder her. Mein Originalautogramm. So. Okay, dann sind wir soweit durch. Ja, belassen wir es dabei. Also nochmal, mit so einem Scheiß müsste ich rechnen. Wie gesagt, das ist ein bisschen fragwürdig, aber das ist wirklich Scheiß. Wenn sich jemand interessiert, mir eine PN schreiben. Genauso wie beim Whiteboard. Einfach mal anschreiben. Da wird man sich sicher einig. Ja, und ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.